Hallo, ich habe heute für euch die Love Beauty Box für den Monat August. Die kam heute Morgen bei mir an und ich habe mich schon tierisch drauf gefreut. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt auch an. Und ich schaue mal kurz auf den Zettel. Okay, hier steht, auf vielfachen Wunsch gibt es diesen Monat die volle Dosis Reinigungsprodukte. Hört sich schon mal gut an. Drin sind 1, 2, 3, 4, 5 Produkte diesmal. Und da bin ich einfach gespannt, was genau. Ich habe jetzt nur kurz drüber geguckt, aber nicht genau gesehen, was jetzt drin ist. Oh, das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Okay, also. Ich glaube, das könnte meine Lieblingsbox werden. Wobei ich schon viele Boxen hatte, die ich jetzt gut fand. Ich fand eigentlich alle gut. Wir fangen einfach mal an mit einer Marke, die ich schon kenne, und zwar Go and Home mit dem Hair and Body Wash Green Citrus. Und die Go and Home Produkte mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Sind aus Österreich und ja, das ist eine 2-in-1 Geschichte, wie man eben schon dem Namen entnehmen konnte, für die Haare und den Körper geeignet. Ich habe es tatsächlich für die Haare benutzt. Ich hatte davon schon mal die Probevariante und war recht begeistert. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt das hier bekommen habe, vor allen Dingen, weil die meisten meiner Shampoos jetzt leer sind und das wäre dann wieder für den Vorrat. Das finde ich ganz cool. Und ich wollte eh zu der Go and Home Reihe mal so ein Testvideo machen, weil ich jetzt inzwischen einige Produkte von denen habe. Und auch viele kleine schon probiert hatte und so weiter. Und jetzt möchte ich gerne da mal alle zusammen irgendwie dann vielleicht vorstellen. Ich werde demnächst mal anfangen, dann die aufzumachen und zu testen. Das ist eine Originalgröße 6,99. Und hier ist Hirseprotein drin und Zuckertenside. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Produkt, kann ich schon mal sagen, weil ich eben, wie gesagt, schon mal testen durfte. Dann haben wir hier drin ein Produkt von Love Me Green. Und Love Me Green, da habe ich einige Hauls auf meinem Kanal. Ein paar ältere, muss man dazu sagen. Und ich finde, die machen immer sehr, sehr schöne Produkte. Das ist etwas, was ich noch nicht hatte von ihnen. Und zwar der Organic Soothing Toner. Ich habe derzeit keinen Toner, deswegen... ja, beziehungsweise ich habe den Dabba-Toner, aber der ist schon so gut wie leer. Und deswegen, ja, sage ich mal, ich habe keinen mehr und freue mich auf diesen hier. Der ist mit Heidelbeere und Cranberry und ja, ich bin nicht so der Typ, der sagt, ich brauche unbedingt einen Toner, aber ich finde es immer schön, wenn einer in so einer Box drin ist, weil ich mir sonst wahrscheinlich keinen kaufen würde. Und mir gefällt halt diese Pumpflasche auch recht gut. Und wie gesagt, die Love Me Green Produkte mag ich ganz gerne. Vor allen Dingen das Orangenöl-Peeling ist der Hammer. Absolut der Hammer. Müsst ihr mal ausprobieren. Das ist eine Originalgröße. Das dachte ich mir schon. 11,90. Das ist schon ja, etwas teurer. Und ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Produkt. Und freue ich mich richtig drüber, dass es mit in der Box war. Dann haben wir hier ein Produkt von meiner All-Time-Favorite-Marke, sozusagen Brand, hätte ich jetzt auch sagen können, aber gut, Englisch. Ja, von Lavera, eine Natural Shine Intensivkur. Die habe ich mir vor kurzem gekauft. Ich finde sie in Ordnung. Das ist wie mit allen Naturkosmetik-Haarkuren. Sie haben so eine mittlere Pflegewirkung maximal und das ist auch in Ordnung. Aber ich mag vor allen Dingen von dieser hier den Geruch sehr, sehr gerne. Was ich schade finde, es gibt von Lavera im Moment nur eine einzige Kur, die es in einer Tubenform gibt. Und das ist diese Rosenkur und ich mag keinen Rosenduft. Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde mir die hier in der Tube wünschen. Ist auch ein neues Produkt, also die gibt es noch nicht so lange. Und ja, ich finde sie in Ordnung. Kann sie auf jeden Fall mal empfehlen, wer was aus dem Naturkosmetikbereich ausprobieren möchte, weil die eben preis-leistungsmäßig nicht so extrem teuer sind und es passt alles. Deswegen mag ich Lavera ganz gerne. Und ja, was steht hier? 1,45 würde die kosten. Und ja, ich habe recht trockene Haare. Ich habe auch sehr lange Haare. Und gerade die Spitzen sind da immer schnell trocken. Deswegen benutze ich eigentlich nach jeder Haarwäsche eine Kur und seltenst nur Conditioner, weil das bei meinen Haaren nicht wirklich viel bringt. Also finde ich gut.
Und dann ist hier noch von Benecos Natural Care eine Cleansing Milk drin in Aloe Vera und das finde ich richtig, richtig cool. Ich habe derzeit nämlich nur so ein medizinisches Reinigungsgedöns und meine Haut ist inzwischen eigentlich viel zu gut, als dass ich das noch benutzen müsste. Und ja, die von La Vera ist leer gegangen und deswegen freue ich mich sehr über diese Reinigungsmilch. Sehr, sehr cool. Habe ich mich schon richtig dolle gefreut. Das ist ein 2-in-1 Produkt. Reinigung für das Gesicht oder auch zum Make-up entfernen. Ja, finde ich richtig gut. Und das ist eine riesen Tube, 150 Milliliter. Damit kommt ihr eine Weile hin. Und ja, richtig cooles Produkt, Carina. Habe ich mich sehr gefreut. Allgemein die Zusammenstellung von der Box ist der Hammer. Ja, 4,99 würde die kosten. Auch ein Originalprodukt. Ja, und man kann es entweder zum Abschminken dann auf dem Wattepad geben oder wie ich das mache und man holt sich einfach waschbare Reinigungs, so Abschminkpads, wie auch immer, aus Baumwolle. Ich habe jetzt von Imse Wimse welche. Ich werde euch mal den Haul dazu verlinken, was ich nämlich auf Dauer einfach besser finde. Und ja, darüber habe ich mich richtig, richtig dolle gefreut über das Produkt. Allgemein, ich mag einfach die Zusammenstellung diesmal sehr, sehr gerne. Dann ist hier ein Fly von Creamy Stuff drin und da war ja schon mal dieses Lippenpflegeprodukt drin und es ist diesmal wieder was für die Lippen drin, aber diesmal kein reines Pflegeprodukt, sondern ein, ja, ein dekoratives. Das ist ein Care Lip Gloss mit Jojoba, aber der ist ziemlich, ich weiß nicht, ob man das schon sieht, der sieht hier in der Tube extremst rot aus. Das ist die Farbe 03, Nummer 03, genau, Pink Cherry und das sieht schon mal ziemlich spannend aus. Ich habe jetzt so ein leicht rosafarbenes Lippenprodukt drauf, das mache ich mal gerade noch runter. Und dann machen wir den drauf, weil ich bin neugierig, wie stark deckend der ist. Ich hoffe nicht zu sehr, weil ich bei so Pflegesachen mag ich das eigentlich, wenn sie Farbe abgeben, aber nicht... komplett deckend sind. Habe ich mal nackige Lippen, dann kann ich euch noch vorlesen, was der kostet. Es ist auch eine Originalgröße, es sind alles Originalgrößen diesmal. Ja, 6,35 Euro, ist handgefertigt und ja, ist eben ein Lippenpflegeprodukt und gleichzeitig ein dekoratives Produkt und die Sonne scheint wie blöd. Und ich habe hier nur so ein Gammelshirt heute an. Muss ich mich noch umziehen. Oh, und der riecht gut. Oh. Und das ist wirklich eine total schöne Farbe. Also nicht zu dunkel, aber genügend Farbe und nicht so ein Hauch von gar nichts. Das mag ich nämlich meistens nicht. Er sieht in der Tube so viel dunkler aus, als wäre er irgendwie extremst deckend. Ist er aber nicht. Und er riecht total lecker. Lässt sich gut auftragen. Ist überhaupt nicht klebrig, sondern wirklich total angenehm, pflegend auf den Lippen. Ist auf jeden Fall etwas, was ich richtig gut finde. Ich würde es jetzt vielleicht nicht zu dem Augen-Make-up tragen, aber ansonsten finde ich, ist es ein sehr, sehr schönes Produkt. Alle Produkte haben mir extrem gut jetzt gefallen und ich freue mich darauf, alle zu benutzen. Und ja, kann nur sagen, Carina, diese Box ist der absolute Hammer, gefällt mir richtig, richtig gut. Die anderen waren auch immer gut, aber die finde ich noch besser und ja, gerade der Gloss macht mich gerade voll an. Ich liebe ja Lippenprodukte, von daher passt das ganz gut. Ich werde euch allen mal die älteren Love Beauty Boxen in die Infobox packen und vielleicht auch ein, zwei in die Infocard. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Produkten haltet. Hättet ihr euch über die auch gefreut? Habt ihr die Box vielleicht selbst? Und ja, dann sagt mir einfach, wie ihr sie findet. Und dann sehen wir uns gerne in einem anderen Video wieder von mir. Bis die Tage. Ciao.